Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown, Here Comes the Pain. Ja, letztes Mal also haben wir die Titelchance auf den United States Titel verspielt. Brutale Niederlage gegen Chris Benoit, der uns da wirklich blutig geschlagen hat mit dem Stuhl. Ja, United States Champion Titel auch AD. Fakt ist jetzt, was kriegen wir für eine Storyline? Und dann gleichzeitig auch muss ich auch sagen, ja, ich werde die Folge wieder ein bisschen länger machen. Klar, das war natürlich letztes Mal ein bisschen zu kurz. Ich habe die Stoppuhr nämlich überhaupt nicht an und dann sehe ich da bald gar nicht durch. Also, das wird hoffentlich noch besser, logischerweise. Und dann müssen wir jetzt mal sehen, was man uns jetzt für eine Storyline gibt. Ich meine, irgendwie so schwer, momentan hängen wir ja so nur in der Luft rum. Haben da eigentlich keinerlei Chancen auf irgendwas. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Müssen wir mal schauen, wie das so sich entwickelt. Vielleicht wie nochmal eine Chance für den US-Titel kriegen oder nicht. Fakt ist auch, ich habe erstmal uns ja ein bisschen am Moveset gearbeitet von Randy Orton. Ein paar stärkere, was heißt stärkere Moves, nicht die Übermoves, aber die Moves, die zu ihm passen würde, die er heute auch einsetzt, so ihn so ein bisschen gegeben. Und dann habe ich die Schwierigkeitsstufe um einen runtergestellt, dass wir auch mal ein bisschen was erreichen hier, ne? Und keine Sorgen, soweit ich merke, das wird wieder zu einfach, dann stelle ich sofort wieder höher. Denn ja, den Tech-Titel haben wir auch so geholt. Von daher weiß ich nicht, was das Problem jetzt ist. Kann natürlich auch sein, dass eben Leute wie Chris Benoit und Big Show eben einfach noch ein paar härtere Brocken sind. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal rein in die nächste Show, was jetzt hier auf uns wartet. Vince McMahon, dachte ich, da kündigt sich was an, der ja uns sozusagen gewarnt hatte. Aber momentan gibt es hier nichts. Hier, Chris Benoit, mit dem können wir einfach mal reden da. Gegen den wir ja letzte Woche die herbe Niederlage einstecken mussten. Randy, you were pretty impressive last week. I never knew how good of a wrestler you are. But I think you are missing something really important. I don't think you have the heart. Oh, er sagt, wir haben nicht das Herz. Shut the hell up, würde ich mal sagen. It's the truth. If you had the heart, you would have beat me. Oh ja, wirklich? Naja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir jetzt ein Rückmatch. Mal schauen. Und ne, wir haben kein Match diese Woche. Tag Team Titel steht auf dem Spiel. Edge und Steven Richards, gegen die wir, beziehungsweise gegen die ich ja, um das die Story neu zu beginnen, die Titel geholt habe. Big Show und A-Train müssen uns den Titel verteidigen. Mal gucken. Und Big Show pinnt Steven Richards. Dann gibt es Leiter-Match. Das sind Batista und Tajiri. Warum bitte schön ein Leiter-Match? Logisch, dass sich da Batista durchsetzt. Dann haben wir wieder ein 6-Mann-Tag-Team-Match. Rey Mysterio, Eddie Guerrero und der Undertaker gegen Booker T, John Cena und Brock Lesnar. Und da gewinnt Undertaker nach Pin gegen John Cena. Wieder Undertaker und Cena. Haben die sich ein bisschen in die Wolle gerade? Und da guck mal, da kommt Taz auf uns zu. Mal gucken, was das wird jetzt. Der gute alte Taz. Hey Randy. Next month there will be an event in London and I was told to ask if you are interested in participating. Ja, wir nehmen an der UK Tour teil. I see. I should be a good trip. It should be. So, wollen wir mal sehen. Wir nehmen an der US-Reise teil. Gucken mal, hier haben wir Montreal, Quebec. Die nächste Sendung. Steht ja schon wieder fast jetzt ein Main Event eine Großveranstaltung an. Mal gucken, was jetzt hier im Backstage wieder auf uns zukommt. Gar nichts. Also, ich denke mal, ja, warten wir mal fix die London-Reise ab und dann werden wir sehen. Vielleicht können wir auch einen Showtransfer ansprechen, dass wir vielleicht wechseln nach Raw. Vielleicht gibt es da ein besseres für uns mit dem Hardcore-Titel oder sowas zum Beispiel. Wieder kein Match für uns und wieder Batista und A-Train gegen Edge und Steven Richards. Und guck an, Shelton Benjamin und Batista treten jetzt zusammen gegen Charlie Haas und Rico an. Also Shelton und Charlie scheinen sich nicht mehr gut zu verstehen. Shelton holt auch den Sieg da. Nach Pin an Rico. Und jetzt gucken wir nochmal. Nochmal Big Show und A-Train gegen Edge und Richards. Und diesmal pinnt wieder Big Show Richards. Und jetzt haben wir hier Matt Hardy gegen The Hurricane. Ein Steel Cage Match im Main Event. Okay, das ist ein bisschen außer Luft gegriffen. Da gibt es natürlich auch keine wirkliche, ja, wie soll man sagen, keine wirkliche Story hinter. Gut, jetzt haben wir nochmal in Tupelo, Mississippi. Ich hoffe jetzt, dass endlich mal was ergibt. Wie gesagt, wenn nicht, werden wir nach der Großveranstaltung mal sehen, ob wir da einen Wechsel provozieren können. Es gibt wieder nichts hier. Oh Mann, Leute, falls ihr noch ein paar Tipps habt, dann sagt ruhig Bescheid, was man hier machen kann. Aber wir sind diesmal mit dabei. In einem Elimination Tag Team Match zusammen mit Rikishi treffen wir auf Steven Richards und Rico. Das sind wohl Gegner, die wir, ja, besiegen könnten. Dann erstmal im Öffnungsmatch Chris Benoit gegen Eddie Guerrero um den United States Titel. Und Eddie Guerrero holt sich den Titel zurück. Oha, oha. Eddie wieder United States Champion. Gucken wir an, Kurt Angle, Ultimo Dragon gegen Brock Lesnar und Tajiri. Und Kurt Angle setzt sich gegen Tajiri durch. Das ist auch so
Cruiserweight-Geschichte und WWE-Titel-Geschichte. Brock Lesnar ist ja der neue Champion. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, Rikishi und wir gehen und unser Randy gegen Steven Richards und Rico. Also, wir sehen uns dann gleich im Match. Und los geht's. Ein Elimination Tag Team Match. Wir beginnen hier mit Rikishi. Und werden uns hier mal mit Steven Richards erstmal von Anfang an prügeln. Richards bekommt Rikishi natürlich nicht in die Luft gestreckt. Nee, so leicht wird das ja denn nicht. So, erstmal ein Kick von Rikishi. Schlag in die, ja, Leberhaken nennt man das natürlich auch, logisch. Richards jetzt mit Schlägen versucht er hier sofort zu kommen und Tritte ins, ja, Fett von Rikishi. Und das, wie gesagt, ist ein Elimination Tag Team Match. Regeln dort, wer gepinnt wird, ist raus, dann geht's weiter mit einem Handicap Match und so weiter. Rikishi jetzt also mit der Kopfnuss gegen Richards. Und wir wollen mal gleich Randy Orton ins Spiel bringen, dass er hier natürlich wieder Selbstvertrauen tanken kann nach der Niederlage im United States Title Match. Tritte jetzt gegen Richards. Und den Dropkick in die Ringecke. Wie gesagt, ist ein bisschen leichter eingestellt jetzt hier. Ich habe die Schwierigkeit ein kleines bisschen niedriger gemacht. Jetzt soll natürlich... Jetzt muss ich natürlich wieder reinfinden hier in die Materie. Und dann stelle ich natürlich gerne wieder höher. Also ich will hier nichts erschleichen. Man hat ja gesehen, ich habe da nicht viel drauf gehabt jetzt in den letzten Malen. Armdrag von Randy. Und dann gibt's mal hier gleich mal einen Suplex. Und was gibt's sonst noch? Ja... Sieht nach, ja, das ist ein neuer Move, den ich eingestellt habe. Runterhauen und das sieht nach einem Camel Clutch aus. Genau so ist es. Randy setzt an. Und ja. Wir können Richards unsere Aufgabe zwingen, wahrscheinlich. Nee, das wird noch nicht ganz was. Oh doch, wir sind schon sehr nah gekommen da. Rikishi kommt jetzt ins Match. Wir wollen einfach mal Richards hier gleich mal von den Beinen hauen, würde ich sagen. Randy nochmal mit einem Tilt-A-Wall Slam. Auch der ist neu. Und dann geht's gegen Rico. Nee, das war nix. Oh ja, Richards kriegen wir dann nicht. Und dann, ja. Legen wir einfach mal los mit dem RKO. Schlagen Rico mal runter und ja, das Cover gegen Richards kommt noch ein bisschen spät jetzt. Nein! Er ist raus, Richards. Jetzt geht's gegen Rico. Ab in die Ecke mit ihm. Oh, da stand der Ringrichter dazwischen. Das musste er bremsen. Er hat sogar einen Finisher, der Rico. Und Rikishi hat auch einen, deswegen. Da werden wir uns doch gleich mal bedienen mit, würde ich sagen. Und wechseln gleich mal wieder zu Rikishi. Also, wir sind wohl doch irgendwie bestimmt dafür, Tag Team Matches zu bestreiten momentan. Und da machen wir gleich mal den Finisher für Rikishi. Das ist der, ja, Big Splash oder was wird das? Nee! Ah, ich dachte, da kommt gleich ein Cover hinterher. Aber das können wir gleich hinterher setzen. Nein, Rico kommt raus. Übrigens habe ich den guten Randy auch eine neue Einlaufmusik gegeben. Also, das war nicht mehr Evolutionsmusik, sondern irgendwie so ein Original habe ich da genommen. Und ah, das ist auch ein beliebter Move von Rikishi. Da darf Rico seinen Hintern klutschen. Herrlich. Weapon von Rikishi. Und der Body Slam oder was auch immer das denn ist. Leg Drop hinterher. Und, oh. Arm Drag von Rico. Kleines Tänzchen. Und da wirft der Rikishi echt auf die Beine. Und da kommt. Oh! Ein Tritt ans Kinn von Rikishi. Der Finisher von Rico. Und das Cover. Aber Rikishi kann sie sofort befreien. Whippin. In die Ringecke. Und dann, ja, gibt's den Wechsel mit Randy Orton. Whippin da nochmal. Und da gibt's. Oh, klasse Move. Wie gesagt, ich kenne die Namen alle nicht mehr. Ich habe die alle mal wirklich drauf gehabt. Und am besten, wir holen hier mit Randy den Sieg. Tilde Wall Slam gegen Rico. Fordern wir nochmal auf, aufzustehen, um vielleicht den Finisher hier zu bekommen. Rikishi kümmert sich nochmal um ihn. Denn auch da sollten wir mal, finde ich, doch wohl schon den RKO zeigen. Und da gibt's den RKO gegen Rico.
Rikishi wird rausgeschickt. Das Cover. 1, 2. Und das war wieder ein Sieg für die Moral, für die Seele, für Randy Orton. Es ist wieder mal, ja, wir haben wieder den Sieg geholt, muss man so mal sagen. Also so kann es natürlich weitergehen und so müssen wir uns auch wieder reinarbeiten hier in die Show mit vielen Siegen. Und da haben wir die neue Musik von Randy. Irgendwie so eine Originalmusik habe ich da genommen aus der Playlist sozusagen. Also, erfolgreicher Abend für Randy Orton. Wir bauen uns langsam auf. Mal gucken, was so auf dem auf dem britischen Trip rauskommt. Bin ich einfach mal gespannt drauf. Also Main Event standen wir sogar. Schickes Match haben wir bitte geboten. Gewinnen Erfahrungspunkte und einen Superstar-Punkt, also. Ja, wir sind noch nicht ganz verloren, würde ich sagen. Und es kommt der Judgment Day in Nashville, Tennessee. Geht's los mit der Großveranstaltung. Die ziehen wir auch heute noch durch. Wie gesagt, die Folge wird jetzt wieder mal ein bisschen länger. Das war in den letzten Folgen ein bisschen kurz. Darüber muss ich entschuldigen. Und da haben wir Judgment Day. Schöne Kulisse. Alles zugebaut. Durch das übrige Feuerwerk. Ohne Rampe. Flacher Gang zum Ring. Ich weiß nicht, ob wir hier ein Match haben, aber wir können uns mal in der Parking Lot unterhalten. Mit The Rock von Raw. Also wir unterhalten uns gerne mal bei Großveranstaltungen mit Leuten von Raw. What's up, Randy Orton? What can The Rock do for you? Want to form a stable? Let's go grab something to eat. Ein Stable mit The Rock an der Seite. Das wäre natürlich schon eine große Hilfe, ne? I appreciate the offer, but... The Rock says no, and I'll tell you why, Randy. I'll make it crystal clear for you. The Rock doesn't answer to you. Never has and never will. No, The Rock answers to the people. And The Rock, being the people champ, no, that's the people. The millions, a million of The Rock's fans want to see. Damn, that exodus The Rock. Goosebumps on The Rock's arm. The millions. Oh, es kassiert hier Jubel ein. Der gute Rock hält uns einen Vortrag. Of The Rock's fans don't want to see us as tag team partners. Sorry, the people have spoken. Now, if you an excuse The Rock. Okay, da haben wir uns eine dicke Abfuhr abgeholt von The Rock. Mal schauen, was uns hier erwartet. Beim Judgment Day. Wir sind nicht dabei. Der World Tag Team Titel von Raw steht auf dem Spiel. Die Dudley Boys treffen auf Shawn Michaels und Kevin Nash und dann die beiden Haupttitel. Brock Lesnar trifft auf den Undertaker um die WWE Champion Titel und Triple H verteidigt seinen World Heavyweight Titel gegen The Rock. So, wir haben neue World Tag Team Champions. Shawn Michaels und Kevin Nash holen sich die Titel. Brock Lesnar verteidigt den WWE Titel gegen den Undertaker und im Main Event gewinnt Triple H gegen The Rock. Ja, haben wir The Rock wohl ein bisschen wirrig gesprochen. Jetzt haben wir nochmal hier Jerry Lawler. Will uns wieder ein Tag-Team-Match anbieten, oder was? Hang on there, Randy. I wanted to offer you a shot at the Tag-Team title. Oh nein, ich will nicht schon wieder Tag-Team-Champion werden. Ah, nee. Dann würde ich sagen, machen wir einen Showtransfer. Wir gehen zu Raw. Mal gucken, was da so gibt. Intercontinental-Titel und ja, hast du nicht gesehen. Aber nicht schon wieder Tag-Team-Champion. Ach nee, das ist mir echt ein bisschen zu... Nee, das ist mir echt ein bisschen komisch. Ich würde sagen, wir leiten den Showtransfer mal ein. Diese Show nach London findet wohl gar nicht statt. Oklahoma City. Starten wir mal SmackDown. Mal sehen, ob eine neue Story beginnt. Was ich aber eher bezweifle. Nee, Jim Ross kommt auf uns zu. Mal sehen, was gibt's da Neues denn. Hey Randy, this is my hometown, you know? Oh, hell, Oklahoma City. There's a great bunch of people in this city. And you're going to hear them tonight. Must be really excited. Have a good show, alright? Thanks. I will call your match with all my might. Oh, wir haben ein Match heute wohl. Okay, es geht gegen Jerry the King Jim Ross. Hat uns gesagt, wir sind in seiner Homestadt. Oklahoma City. Und damit ist Stephanie McMahon. How can I help you? Ich würde sagen, wir streben mal. You want to do what? I just don't understand why. I'm sorry, but you are all booked up. First clear up your schedule. Then we'll talk.
Okay, also wir sind gebucht quasi und mit uns ist eine Story geplant. Da bin ich mal gespannt, was für eine Story uns da erwartet. Wir treffen auf jeden Fall im Main Event auf Edge. Im Eröffnungsmatch Tori Wilson gegen Sable. Kurt Angle gegen Big Show. Kurt Angle gewinnt. Ehemaliger WWE Champion. Jetzt treffen wir also auf Edge. Und da haben wir John Cena. Von denen hört man ja auch nicht so viel bis jetzt. Ja, es ist natürlich der Nachteil, dass nur drei Matches stattfinden. Die finden natürlich nie statt, nur in der Show. Da haben wir also Edge. Ich fand diesen Einmarschmusik von Edge damals noch richtig cool. Aber die jetzt zum Schluss hat natürlich hier mit als Rated als Superstar, die war natürlich auch richtig Hammer. Die Musik. Deswegen habe ich die WWE auch geliebt. Die tollen Einlaufmusiken. Gut, da haben wir genug gesehen von Edge, unserem Gegner. Und dann gucken wir uns mal unseren neuen Einmarsch an. Na gut, das ist nur die Musik neu. Randy Orton from St. Louis, Missouri. Alles klar. Auf geht's gegen Edge im Main Event. Also, müssen wir mal schauen, was sie mit uns vorhaben. Wie gesagt, die Showtransfer. Der Transfer zu Raw wurde uns untersagt. Bin mal gespannt, was die mit uns vorhaben. Also, wie gesagt, dieses Match heute noch in der Folge hier. Heute mal eine längere Folge. Da, wo jetzt haben wir den Ringrichter getroffen, jetzt wir noch disqualifiziert werden hier. Randy Orton gegen Edge. So, ab geht's für Edge in die Ringecke. Close Line hinterher. Und dann wollen wir mal den Crossbody starten, aber er trifft nicht. Und Konter von Edge. Aber wir können auch kontern, wunderbar. Und dann gibt's den Vertical Suplex. Nein, Edge kontert. Aber wir lassen uns davon nicht beirren. Helfen damit ein paar Schlägen nach. Randy Orton, Whip-In gegen Edge in die Ringecke. Und der Flying Elbow. Den es hier für Edge gibt. Und ja, jetzt gibt's den Camel Clutch mal wieder. Ein bisschen früh in diesem Match. Für den Aufgabegriff, aber natürlich kann man Edge damit natürlich sehr stark schwächen natürlich. Camel Clutch ist angesetzt. Kann Edge sich da befreien? Er liegt mitten in der. Liegt vollkommen in der Mitte des Rings. Da wird er sich nicht befreien können. Und können wir ihn schon zur Aufgabe zwingen? Nee, aber wir haben ihn ganz schön weit gebracht. Also sind jetzt ein paar Rückenprobleme. Der gute Meister. Armdrag gibt's hier. Und Angry Stump, so heißt das Ding, habe ich gesehen. Und Spinning Heel Kick von Edge. Damit kommt er jetzt erstmal wieder zurück. Konter Randy. Und da gibt es einen schnellen Armdrag. Und ein Backbreaker hinterher. Jawohl, jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen Luft schaffen hier. Und ein Backchop. In der Ringecke. Aber ein Side Headlock von Edge. Zum Armbar geformt. Und jetzt gibt's den Sleeper Hold Ansatz. Und der Standing Dropkick von Randy. Also hin und her hier. Zwischen Edge und Randy Orton. Jetzt gibt's den Clothesline. Nein, Ringrichter liegt in der Ecke. Liegt in den Seilen. Nicht mehr. Müssen wir Dropkick von Edge in die Ringecke. Und ein Spear. Und dann das High Headlock. Oha, oha, Edge kommt zurück ins Match. Aber da fliegt er raus. Also, streiten wir uns mal ein bisschen hier draußen. Oh, nee, Edge schleudert uns gleich wieder sofort zurück in den Ring. Sofort zurück in den Ring. Geht zwar wieder raus, also so einfach wollen wir es ihm natürlich hier nicht machen. Ab da in die Ecke. Und Tritte gibt's dafür, jawohl. Mit uns nicht. Wir haben Frust. Wir haben gewonnen letzte Woche. Und schön der Headbutt an den Stahlpfosten des Rings. Und da gibt es noch den Sidewalk Slam hinterher. Also, ja. Wir erschaffen uns hier ein bisschen Vorteile. Mittlerweile. Und den Bulldog gibt es auch noch. Jawohl. Also Randy Orton, wie gesagt, viel Frust, aber in der Tilde Wall Slam gibt es auch noch. Jetzt haben wir es natürlich hier. Jetzt wollen wir natürlich auch langsam mal den RKO zeigen. Und
Clothesline noch, jawohl. Jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir ihn zeigen. Den RKO. Und das dürfte es gewesen sein für Edge. Souveräner Sieg am Ende doch für Randy. Zwei. Nein! Noch nicht der Sieg. Gibt's nochmal einen Flying Forearm hinterher. Und der Crossbody. Nee, der trifft ja nie. Also, den kann man ja auch mal gut rauslassen. Nochmal Clothesline. Nochmal Cover. Nee. Edge kommt wieder raus. Bin bei 1. Standing Dropkick abgewehrt. Raus mit ihm. So, Schläge gibt's für ihn. Über die Ringseile gefeuert und raus. Nochmal an die Ringbalustrade. Geben ihn halt einfach noch mit, wenn er nicht anders will. Und dann kriegt er halt noch ein paar Tritte ab. Also, Edge muss einstecken. Frust von Orton, der übernimmt hier wirklich die Kontrolle des Matches. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das richtige Cover kommen kann, das erfolgbringende Cover. Aber ein Aussehen gibt es hier wahrscheinlich nicht. Also, jetzt gehen die Ringtreppe. Ne, der läuft da vorbei, eiskalt. Also, was können wir noch zeigen am besten? Wir zeigen hier nochmal einen Move. Das war den Backbreaker, der bringt auch nicht wirklich viel. Ja gut, das Einrollen bringt hier natürlich gar nichts. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zurück in den Ring. Zeigen nochmal einen Clothesline. Und jetzt müsste Edge nochmal langsam, aber sicher besiegt werden. Hier nochmal ein Tilt-A-Wall Slam. Und dann müsste es aber gewesen sein. Eins. Zwei. Nicht die drei. Gibt's denn sowas? Clothesline nochmal. Und nochmal das Cover. Frust jetzt bei Randy Orton. Nochmal eins. Zwei. Wieder kommt Edge raus. Und was können wir nochmal zeigen? Hier, nochmal. Neckbreaker. Nochmal das Cover. Eins. Zwei. Wieder nicht. Was ist nur mit Edge los? Nochmal ein Bulldog hinterher. Und dann würde ich sagen, ja, versuchen wir ihn halt zur Aufgabe zu zwingen. Mit dem Camel Clutch. Ja, wir nochmal kriechen zum Seilen. Runter mit ihm. Und jetzt dürfte es gewesen sein um Edge. Jetzt müssten wir ihn zur Aufgabe zwingen können. Weiter drücken. Wird Edge sich verteidigen? Jawohl, er kann sich nicht mehr verteidigen. Er gibt auf und damit gewinnt Randy Orton sein zweites Match in Folge. Bin mal gespannt, was jetzt für eine schöne Storyline beginnt. Also, ein relativ einseitiges Match. Oder was passiert jetzt hier? Oh, Mr. McMahon ist im Ring. I guess I'm not really welcomed here by this crowd in Oklahoma, also. Mr. McMahon ja als erklärter Feind von Jim Ross, deswegen wird er hier ausgebuht. Well, then I'm going to introduce your hometown hero to you. Come on up to the ring, JR. Oh, JR soll in den Ring kommen. I want to give the fans what they want. What do you really want? Go up there, JR. I'd rather not. Oh, JR will nicht rauf. You don't want a standing ovation from your hometown, JR? Alright, then I'm going down there. Oh, jetzt wird Mr. McMahon runtergehen zu Jim Ross und Jerry King Lawler. Und da schnappt er sich, JR. What the hell? Oh! Oh mein Gott! Er schlägt Jim Ross nieder. Aber Randy stellt sich hilfend davor. Good God! Are you alright, JR? Eieiei, das wird ja nochmal jetzt interessant. Eine Storyline mit dem großen Boss. So. Wir schleichen über den Parkplatz. Randy Orton geht zu seinem Auto. Und da ist A-Train! You're on the list for the international tour. The fans will be laughing at the WWE if you go. Fortunately, you're not going anywhere because tonight I'm gonna kick your ass. Und wie es aussieht, ja, überfällt A-Train uns jetzt hier nochmal zum Ende der Show. Er will uns quasi
unfähig machen. Er will unseren Platz, so wie es sich angehört hat, für die US-Tour. Nicht US-Tour, für die britische Tour, für die London-Tour. Gegen A-Train geht es jetzt also. Er schlägt uns gleich in die Tonnen rein. Und wir, glaube ich, müssen mal gleich mal einen Tilt-A-War-Slam ansetzen gegen A-Train. Und setzen uns hier mal aufs Motorrad. Kennen wir ja aus dem Let's Show hier diesen Teil. Können wir uns ihn schon schnappen? Jawohl, da haben wir ihn. Den guten A-Train. Und schleudern ihn damit mal ganz schnell weg. So, was haben wir noch? Hier liegt doch noch bestimmt was rum. Genau, hier liegt ein Hammer. Herrlich. Also, wenn der A-Train was will, dann soll er herkommen. Hier kriegt er ein paar. Mit einem Hammer. Also, das ist ein Hardcore-Match. Hier ist alles erlaubt. Hammer wird da dazwischen geworfen. A-Train kann kontern. Wir können dann aber auch kontern. Und da gibt's den. Ja. Neckbreaker oder DDT. Reverse DDT. Schick mir mal in die Richtung. Oh, jetzt fährt er mit dem Gabelstapler los. Aber ich denke mal, wir sollten mal hier reingehen. Im Backstage-Bereich jetzt der Arena. Und. Ah, ja, wir kriegen A-Train nicht angehoben. Das ist die große Problematik hier. Oh, nicht runterfallen. Da ist ein ganz griefer Abgrund. Erstmal ein Clothesline, der gelingt nicht. Jetzt gelingt der Clothesline. Ne, Flying Forearm war's. Wir nehmen einfach mal den Mülltonnendeckel hier und schlagen dann ein paar auf die Birne. Wenn er mal aufstehen würde. So können wir uns ja hier nicht richtig hier. Jetzt kommt er hoch. Und da gibt's den DDT auf den Deckel der Mülltonne. Cover angesetzt. A-Train kommt raus. Es ist ein richtig offizielles Match hier. Sagen wir, beenden das Ganze mit dem AKO. Schwächen ihn hier noch ein bisschen vor. Nee, das gibt's doch nicht. So, hat er fallen lassen, das Ding. Und der Standing Dropkick hinterher. Schläge mit dem Mülltonnendeckel, der ist schon ganz verbogen auf jeden Fall. Und da gibt's den Schlag auf den Kopf. Also A-Train, er wollte uns überfallen. Kann er haben. Hier kriegt er alles zurück. Alles kriegt er zurück, der Vogel. Also das ist ja eigentlich schon offiziell nach dem Ende der Show. Also ein Match für die Zuschauer. Und da gibt's die DDT von A-Train auf den Deckel. Aber wir können uns nochmal wehren. Und zeigen hier ebenfalls nochmal einen Neckbreaker. So, nochmal Grab a Move. Und, na gut, den Suplex, den wird sich geben. Ich weiß natürlich nicht auswendig, wo wir unsere Tasten haben hier. Das ist natürlich heute eine lange Folge. Also, erst entschuldigen dafür, dass die letzte Folge so kurz war. Gibt es denn heute diese Folge? Aber auf jeden Fall gibt es hier mehr Unterhaltung als sonst. Und, ach, Mann. Diesen fetten Hund kriegen wir einfach nicht angehoben. Jetzt gibt es natürlich die Schläge. Oh, und da schlägt er uns nieder. Aber jetzt ja, tut ihn selber ein bisschen die Hand weh oder die Rippen. Oh, das war ein Schlag zum Ausnocken, glaube ich. Also der war ja... Nochmal den Standing Dropkick hinterher. Posen nochmal, obwohl es hier überhaupt nichts bringen wird. So, und jetzt würde ich sagen... Können wir den AKO anbringen. Und das müsste es gewesen sein hier für A-Train. Der uns hier hinterlässig überfallen hat. Genau so ist es. Der Sieg für Randy Orton. Der zweite Sieg am Abend. Never trust a McMahon. Ja, wir sollen dem Chef natürlich nichts. Genau, okay. Jetzt haben wir natürlich ordentlich Geld verdient. Ordentlich Erfahrungspunkte. Und Superstar-Punkte auch. Also das tut uns nur gut hier. Und da haben wir Insurrection in Newcastle, England. Das ist also die London-Show. Da können wir gespannt drauf sein, Leute. Das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.